aktuellen Themen im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher Vielfalt und sozialem Zusammenhalt widmet sich der Forschungsschwerpunkt Heterogenität und Kohäsion der Karl-Franzens-Universität Graz. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Fakultäten arbeiten dabei zusammen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen verschiedenste Phänomene, die unsere heutigen Gesellschaften prägen. Dazu zählt etwa das Zusammenleben von Menschen verschiedener Kulturen, Religionen und Sprachen. Gesellschaftliche Vielfalt entsteht unter anderem durch Migrations- und Integrationsprozesse, die ebenso ein Thema des Forschungsschwerpunkts sind, wie die sich daraus ergebenden Fragen der Minderheiten und Menschenrechte. Zur wachsenden Vielfalt der Gesellschaft trägt auch der Wandel der Geschlechterrollen bei. Gender Studies sind ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das sich von den Sozial- und Kulturwissenschaften bis zur Theologie spannt. Ähnliches gilt für Studien zur Bevölkerungsentwicklung und zum Altern. Der Forschungsschwerpunkt beschäftigt sich auch mit Möglichkeiten, Zusammenhalt zwischen verschiedenen sozialen Gruppen zu schaffen. Sowohl politische Einrichtungen als auch ökonomische Abläufe werden unter die Lupe genommen. Eine wichtige Funktion kommt dabei supranationalen Vereinigungen zu, wie beispielsweise der UNO oder der Europäischen Union. Sie werfen neue Fragen über die Rolle von Gemeinschaftsgefühlen und nationalen Identitäten inklusive ihrer Widersprüche und Konfliktlinien auf. Der gesellschaftliche Wandel, seine Ursachen und Auswirkungen werden mittels unterschiedlicher Methoden erforscht. Diese reichen von statistischen Auswertungen über Befragungen und Beobachtungen bis hin zur Analyse von Bildern, Texten und Rechtsquellen. Der Forschungsschwerpunkt stärkt die interdisziplinäre Kooperation an der Uni Graz. Gemeinsam eröffnen sich neue Perspektiven, um den gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen.